Auch der Bremsgriff vom Mito hat Neues zu bieten. Er ist so gebaut, dass er die aktuelle DHV-Lehrmeinung zur Handhaltung für die ersten Flüge optimal unterstützt. In der aktuellen Lehrmeinung wird empfohlen, den Bremsgriff vertikal zu greifen, wie es die Form des Mito-Bremsgriffs in der Auslieferungskonfiguration intuitiv schon vorgibt. Dadurch läuft die Kraftwirkung des Arms ebenfalls vertikal und der Pilot kommt in dieser Griffhaltung, ohne seine Hand zu drehen, nicht unabsichtlich so weit herunter bis unter den Stallpunkt. Die Gefahr des unabsichtlichen Abstützens auf der Bremse und damit das unabsichtliche Stallen des Schirms ist so deutlich geringer. Für nach der Schulung kann man den Bremsgriff auch ganz einfach wieder in die normale Form zurückbringen. Man öffnet hier oben den Knoten. Das dauert ein kleines bisschen, ist aber eigentlich ganz einfach. Und dann hat man wieder diesen Dreiecksbremsgriff, den man auch gerne gewickelt ganz normal fliegen kann.